Was war denn das? Oh, oh. Oh, oh, oh. Nein! Alter, einfach nur runtergefallen. Wieso? Um alles in der Welt. Wieso? Muss das sein? Von hier lag noch was. Nee, lag nicht. Das ist einfach nur ein Elektrokabel, was da rum. Aber egal. So, hier vorne war noch ein Schalter, den wir wahrscheinlich drücken müssen. Na bitte, jetzt nein. Natürlich kommen immer lauter Feinde. Und es ist doch jedes Mal dieselbe Scheiße. Okay, diesmal hat es jetzt Gott sei Dank ganz gut gepasst, aber wieder dasselbe, ne? Ich hatte irgendwie das letzte, was ich aufnahm, war Leuchtpistole. Und schon. So, quälend langsam der Scheiß. Und steig schon mal ins Auto. Harry, hol den Wagen. Oh. Ah, neun Schuss. Nein! Die Karre ist im Arsch. Achso, ne, wahrscheinlich. Ah, na gut, okay. Wahrscheinlich halt kannst du sie ab hier jetzt nicht mehr weiter benutzen. Ich wollte gerade sagen, die war doch jetzt nicht kaputt. Ich nehme einfach exakt das ähnliche Fahrzeug, was hier steht. Quasi der Bruder meines Fahrzeugs. So. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt hier wirklich der direkteste Weg zum Cauldron Lake ist. Ich würde fast sagen, nein. Oh, in den Kreis des Grauens. So. Und da musst du schon wieder aussteigen. Das ist doch Wahnsinn, ey. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ja, dann knips doch aber mal den Schalter an. Dann wird's vielleicht wieder Tag. Oh nein, Alter. So, ich hätte jetzt fast schon gedacht, als wir jetzt hier runterfallen, irgendwie, dass wir wieder plötzlich in so einem Mob Leuten stehen, irgendwie. Und ich wieder gezwungen bin, panisch irgendwelche Tasten zu drücken, um mich aus dieser beschissenen Situation zu befreien. Okay, okay, oh no, 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 no. Ja, wirklich wieder schöne Menge Blendgranaten, aber das ist auch alles... Ach, ich weiß nicht. It's a trap. It's a trap. Ich werde sie Ihnen niemals geben. Oh, Scheiße. So viel? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Das ist mal eine Menge Zeug, was jetzt hier rumfliegt. Jetzt hier vorne mal eine Thermosflasche. Nicht, dass die mir irgendwas bringt, aber hier, warte mal. Revolver ist eh voll. Kettensäge, Scheiße. Puh.
Okay, Schwein gehabt. Okay, da vorne ist ein riesengroßer, wunderschöner Lichtkegel. Irgendwie, ich würde jetzt ganz instinktiv dahin rennen wollen. So einfach. Einfach, weil ich denke, dass das... Oh, warte mal. Das wäre so ein Scheinwerfer. Bestimmt benutzen. Oh, nicht doch, Alter. Nicht doch. Okay, was ist los, Mann? Fernzuhalten mit dem Revolver. Ah! Ja, nicht gut. Na komm noch. Schnell! Ah, so dramatische Musik endet. Also so ein großer Scheinwerfer ist schon mal ganz geil, irgendwie tatsächlich, aber wenn die von allen Seiten kommen, irgendwie dann... Kannst du ohne rumkurbeln oder die halt irgendwie versuchen, wirklich irgendwie in die Lichtkegel drin zu locken. So, was haben wir hier? Drücken. Boah, Alter, ich schieb mal so ein scheiß Ding vorwärts, ey. Mit wie viel? 5, 6 Fässern da drauf? Okay, ist drin. Ich schau mal hier vorne nochmal ganz kurz beim Brunnen. Nochmal ein bisschen, einen kleinen Schluck nehmen hier. Okay, nichts. Nichts. Auch gar nichts. So, hier müssen wir uns bestimmt gleich durchschieben. Das ist eine Manuskriptseite. Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nicht, dass ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. Dieser Raum ist nicht solide. Schön. Na, das kann man damit. Oh, okay. Ich geh mal vielleicht lieber rechts lang. So, kurz auf. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Also nicht aufgelevelt, sondern mal ein bisschen Leben wiedergeben. Und da haben wir schon wieder die wunderbaren Krähen. Das heißt, jetzt weg wahrscheinlich gleich wieder eine Menge Leuchtspurmunition loswerden. So. Okay, da geht's anscheinend runter. Oh nein, so eine Lorenfahrt. Oh nein. Ah, nein. Oh Gott, und jetzt guckt euch doch mal die Schienenführung an, ja Alter, ey. Oh Gott. They're coming.
Okay, das hat ja noch ganz knapp gehalten. So, okay, eine Leiter hoch. Kann ich hier lang? Da hinten ist nochmal eine Menge Munition, wunderbar. Und nochmal ein geheimes Zeichen. Schön, noch eine Kiste, bestens. Das Limit erreicht. Wie viel haben wir denn? 12 ist Maximum. So, mal kurz ein bisschen nachladen. Aber nein, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Die Atmosphäre, die Grafik, generell alles, wie das Spiel präsentiert, das ist einfach grandios. Grandios. Ich freue mich tatsächlich irgendwie, dass ich dazu gekommen bin, das jetzt zu spielen. Oh, musst du da rüberschieben? Nicht dein Ernst. Das bricht doch zusammen hier, der Scheiß. Oh, na los, komm. Ach so, schön. Na, Mistviecher. So, nochmal schnell den Kaffee der Verteidigung zu mir genommen. Ja. Okay, eine Menge Finsternis hier am Boden. Fiese treten ihn, ihr Penner. Na sag mal, Spinne. Irgendwas finden? Nee, auch nicht. Vielleicht im Haus? Oh ja, hier ist ein Emergency-Kasten. Batterien, Leuchtpistolen, Munition und Revolver-Munition. Wunderbar. Da sind wir voll, ne? Ja, wir sind voll. Ah, verdammt. So, ne? Kurz hier mal um die Ecke geschaut. Hätten wir mir auch ein Fahrrad geben können hier, glaube ich, irgendwie. Das wäre wahrscheinlich genauso effektiv gewesen, um zum Cordon Lake zu kommen. Voll schade. So, und jetzt geht's wahrscheinlich komplett zu Fuß weiter. So, ich hoffe nicht, dass jetzt hier wieder Bären fallen oder so ein Mist kommt irgendwie, weil die waren ja nur wirklich echt mein Nemesis, ey. Irgendjemand schmeißt mit Autos, das ist vergleichbar scheiße. Oh nee, nicht die EA. Wo ist der Typ? Verdammter flinker Wichser. Ich bin tatsächlich noch gespannt, wann wir auf Nightingale stoßen. Bei denen hat ja nur die Finsternis ebenfalls einkassiert.
Und bis jetzt war es ja eigentlich so, dass wir dann auf alle gestoßen sind, die die Finsternis sich geholt hat. Hinter mir. Sehr gut. Aber wie gesagt, ich würde dennoch gerne wissen, was die Intention von Nightingale ist. Da brauche ich mal ein bisschen mehr Informationen. So, na los. Alles voll, nichts geht mehr. Oh Gott, ist denn das hier eine Schiffsschraube? Was macht die hier? Achso! Drei beantwortet! Oh, noch einer. Natürlich schon mal probieren, hier einfach durchzurennen. Letztendlich bin ich so... Ach, da ist ja das Schiff zur passenden Schraube. Letztendlich bin ich so gut aufmunitioniert, dass man sich fast leisten kann. Jetzt halt nicht wirklich von der Seite ankommen, können sie nur von vorne kommen. Von hinten? Echt jetzt? Wie ich's noch so sage. Mal weiter, mal schauen, ob wann er zu offensiv wird, dann plötzlich neben mir auftaucht. Dann mit mehr Schrotflinte begrüßt wird. Was? Oh Gott, was ist denn hier in der Stadt? Oh Gott! Oh Gott, Alter! Ja, die schalte ich halt natürlich immer ein bisschen zu spät ein. So frei nach dem Motto irgendwie, naja, du hast ja dann eigentlich Ruhe, sobald die Dinger an sind irgendwie, aber du kommst halt einfach nicht dazu. Die nehmen dich so unter Druck, dass sie dich halt natürlich immer unter diesen Quicktime-Scheiß da rausreißen. Boah, Alter. Walter White war hier. Scheiße. Was, wo? Oh Gott. Das ist schon beeindruckend. Ja, ist ja gut, Alter. Wahnsinn. Ah. Oh. Scheiße. Oh, Gottes Willen. Und guckt euch da mal an, hier so ein Kahn. So ein verdammter Kahn. Ah. Was nu? Achso, das Fass oder was? Achso, ah. Ja, also, wenn man so fokussiert sein, als fliegenden Schiffen auszuweichen, dass man in so einen Mist hier drin tritt. So eine Distanzanzeige wäre auch geil. Wie weit noch bis zum Cordon Lake?
öffne sie. Okay. Ja, ist auch interessant irgendwie, wenn man das jetzt... Ne, es fängt halt immer jedes Mal so schwer an zu atmen, sobald du in der Nähe dieser Kiste bist. Und früher gedacht hat so, hey, warum hechelt die denn so? Wie kommen wir jetzt da rüber? Ach, hier. Treppe hoch. Okay, da drüben liegen auch schon wieder eine Menge kaputter Leitungen. Oh, Mann, ey. Du gehst hier wirklich von einem Kampf in den anderen, ey. Tja, na dann. Let's do it. Okay, noch nicht. Wahrscheinlich ab jetzt gleich. Ich musste den Generator in Gang bringen. So, dann gucken wir mal, wo der ist. Fangen wir mal den Kabeln. Aha, da hinten. Da hinten ist der Zitterding. Die alte Wackemaschine. So, ein angeschmissenes Ding. Ja, und schon kommt die Belegschaft. Ja, schön. Ist natürlich geil, wenn... Nein! Ach, Gott. Schön, wenn er durch die Stromkabel getötet wird. Was? Wo? Oh, da hinten. Da kommt man natürlich nicht dran. So, und wenn ich komme, nochmal her, mein Großer. Vielleicht kommt er noch mal hinterher. Quälend langsam senkt sich dieser Fahrstuhl runter. Mann! Sehr schön. Skriptseite. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Dann benutzt doch jetzt deinen Klicker und klick dich da jetzt hin, Junge. Mann, du machst ja so dermaßen das Leben schwer hier, ey. Kehren Sie um! Schau, ganz schau. Und ich verstehe auch nicht, warum er sofort hinter mir erscheint und mir sofort entgehen kann. Natürlich kein Hindernis für mich. So, wir müssen das Boot loswerden hier. Ach Gott. Da liegen noch ein paar Sachen davor.
mal probieren. Eventuell. Geht's ja hiermit ein bisschen besser. Naja, ging's halt schneller, ich weiß auch nicht. Egal, weiter geht's. Hinein in den gruseligen Ekelstuhl. Los! Also, muss auch wirklich Eier haben, Alter. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, guckt euch das da an. Würdet ihr da reinlaufen? Und ständig immer diese Flashbacks, Alter. Das ist immer die gleiche Szene. Das ist immer die gleiche Szene. Dann geh nicht runter. Wir müssen wieder hoch. Oh Gott. Hätten wir den Eck ausfahren. Schön in den Abgrund gepackt. Ist das fies. Sein Herz durch Licht verlassen. Tja, ich glaube, ich muss tatsächlich in den sauren Apfelbeiß ein bisschen weiter springen. Sie versagt. Was ist in ihrem Kopf? Natürlich, jetzt kommt noch Raben.
besiegt. Nein, Mann, lass sie nicht fallen, Alter. Wir brauchen sie auf jeden Fall noch. Oh, der Golden Lake. Wir sind da. Und jetzt hol Alice. Hol sie! Alter, das wird ein epischer Bauchklatscher. Shh, Baby. Du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Oh. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Aha. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartman anrufen? Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Den Klicker finden. Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Du hast das bisher deine beste Arbeit. Du bist... Sing. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Oh. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Oh. Das sieht ja wirklich fies aus, ey. Drücken Sie den Klicker. Okay, also wir müssen zur Hütte. Was? Was? Burberry Phone? Den jetzt schon wieder an einer Taschenlampe. Okay, hier muss man lang. Phone, Board, Barrel. Shopping Cart. Ich verlass dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alles? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Du bist nicht brauchbar! Lass mich gehen. Jetzt müsste die Hütte wieder da sein. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist... Ich hab's jetzt leider mal abgebrochen, sorry. Sagen wir Barbara. Jetzt kriegen sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als sie. Älter als ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ha!
an sie reingedrückt. Und sie mit Licht geflutet. Und hoffentlich damit die Finsternis vertrieben. Ich konnte Alice' Gegenwart spüren, ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste, wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit, Ursache und Wirkung, es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht, zurück ins Licht. Oh nein! Kann ich sie jetzt halten? Haben wir jemals überhaupt die Chance, ja, Alice zu retten? Ich bezweifle das so langsam. Als wir Zane aus der Geschichte geschrieben? Oder haben wir einen Tausch eingegangen? Sind wir einen Tausch eingegangen? Wir gegen Alice? Asgard. Guck mal hier mal Rose. Oh, wer ist denn jetzt am Hintergrund? Nightingale. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. What? Okay, das war das Ende von Alan Wake. Okay, oh, ich habe so viele Fragen.
Ich habe so viele Fragen. Nightingale, Barbara, was, wo sind wir? Was ist mit den Leuten, die von der Finsternis besessen waren? Oder was ist mit Thomas Zane? Wir haben zum Schluss noch Rose gesehen. Irgendwie Rose ist jetzt die neue Dame des Lichts. Kann das sein? Oh Mann, Alter, oh Mann, so viele Fragen. Wir Leute, wenn ihr eventuell Antworten auf meine Fragen habt, irgendwie haut sie mir bitte unten in die Kommentare. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ich kann nur sagen, es ist ein großartiges, wirklich, wirklich großartiges Spiel. Und ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal gespielt habe und spielen konnte. Und hey Leute, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, helft ihm ein bisschen zu wachsen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall entweder zum nächsten Projekt oder sogar gleich zu Alan Wake 2 wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, tschüss.